Was geht ab, Pyros? Heute gibt's für euch das Mega XXL 1500 Euro plus Feuerwerk Unboxing von Actifier. Habe ich mir beim Pyro-Treffen abgeholt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch natürlich wieder hier oben rechts irgendwo. Da habe ich es abgeholt, die Bestellung. Das Pyro-Treffen war richtig, richtig geil. Und ja, Actifier kennt ihr ja schon. Jahrelang bestelle ich dort, immer sehr, sehr zufrieden. Checkt den Shop gerne ab, falls ihr noch ein bisschen Feuerwerk braucht oder sonst irgendwas. Ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich nochmal hinschauen mit Mo. Und ja, ab geht's, würde ich sagen, in das richtig geile Unboxing. Wir haben hier 4 Kartons, nämlich hier einmal einen, dann hier einen und hier drüben auch noch 2. Hier gibt es ein bisschen Batterien, Single Shots und vieles mehr. Dann hier ein bisschen Kleinzeug, was drinnen ist. Batterien, P1 Sachen, auch Bombenrohre, Fontänen, Böller, alles drum und dran. Also wirklich sehr, sehr feine Auswahl. Das werden wir alles unboxen. Dann hier eine Kiste mit Batterien drinnen und Single Shots, bisschen gemischt. Und hier noch auch Batterien, kleine Raketen. Dann hier noch Funkeböller, also wirklich alles drum und dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Unboxing. Ab geht's. So, Pyros, ab geht's, würde ich sagen. Ja, wir fangen mit den großen Verbünden an, nämlich einmal Paranoid. Dann hier ganz links die Allegiant Knight, sehr, sehr geile Batterie, beziehungsweise auch die Paranoid, sehr, sehr geil. Ich feiere dieses Jahr wieder wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern dieses Jahr wieder mit Mo. Wir haben einige Verbünde wieder am Start. Hier 3 von mir und ich habe noch einen kleineren bei mir im Lager. Hier noch 10er Snap the Box Crackling, wie ihr wisst, feiere ich übelst. Dann gibt es hier noch die Draco Raketen, auch sehr, sehr geil. Also für den Preis 10 Stück. Schauen wir mal, wie die so sind. Also in den Videos waren sie richtig toll. Und wir starten einfach rein hier mit dieser kleinen Kiste hier. Es ist nur Batterienzeugs drin. Und ja, schauen wir mal, muss ich hier mal richten hier, dass alles passt, genau. Wir starten rein mit der, was ist das hier, Funke-Batterie, nämlich einmal die Blinkweidenblau. Sehr, sehr fein, feier ich. Packen wir alles hier drauf, dann gibt es nachher noch eine Gesamtübersicht. Dann Argento-Batterie, nämlich einmal die Acryl, sehr, sehr fein. Dann eine kleinere Batterie, die Akido. Geht's weiter hier mit der Zirconia Argento. Es kommen einige Argento Batterien. Dann Thunderbolts von Argento. Sehr, sehr fein, die Teile. Habe ich auch noch nie gehabt. Dann hier die Capri. Waren ja letztes Jahr Neuheiten, beziehungsweise vorletztes Jahr. Dann hier die Opal. Was gibt es hier noch? Ui, die Orchid. Und die letzte hier im Karton, nämlich die Dalian Cracker. Ich hatte schon die Z1, Z2, jetzt normal die normale Dalian Cracker. Schauen wir mal, wie die so ist. Und ja, wir starten, beziehungsweise wir schauen weiter zum nächsten Karton. Dann packe ich einfach hier rauf. Ich hoffe, man sieht nichts und ich liege nichts. Man kennt's. So, auch ein sehr, sehr schöner Anblick hier. Weiter geht's mit den Hammer Single Shots. Richtig kranke Teile. So, als nächstes haben wir hier die Kamuro Weißblinker von Funke. Dann gibt es hier Thunder Airbomb, natürlich richtig geile Teile für den Preis, muss man sich mitnehmen. Packe hier hinten rüber. Dann 10er Pirat 1, P1 Böller. Gibt es hier noch Screenshots von Funke. Dann geht es weiter hier mit 3 Funke Batterien wieder. Die Goldcracker Palmen. Auch sehr, sehr edel. Dann als nächstes hier die Strobe Variations. Und als letztes gibt es hier noch die Chris Rain Variations von Funke. Sehr, sehr fein. Und wir schauen einfach gleich weiter zum nächsten Karton. Muss ich hier mal suchen.
Das ist, glaube ich, ein bisschen Kleingramm. Schauen wir mal. Ich muss wieder aufpassen, dass sich hier nichts wiegt. Man kennt's. So, was gibt's hier? Hier haben wir die Balzer von Argento. Eine kleine und feine Batterie. Dann geht es weiter mit der Matrix, auch Argento. Sehr, sehr viel Argento und Funke dabei. Dann hier P1-Böller, Vespa von Buffalo. Dann hier die Vortex Salutes. Dann die 10er Mammut P1. 10er Pirat 1 habe ich vorher schon erwähnt. Habe ich nochmal hier unabsichtlich reingelegt. Dann die Pirata von Buffalo. Dann hier 10er Colorbang. Was gibt es hier noch? Exploder 5. Sehr starke Teile. Dann hier die Black Bravo von Elgato. Dann Höllenfeuer von Funke. Hatte ich auch selber noch nie. Sehr, sehr edle Teile, muss ich sagen. Dann geht es hier weiter mit dem Red Window. Widow meine ich. Ade wieder lost, man kennt's. Dann, was haben wir hier? Die Tambal Mittel. Dann, was gibt es hier noch? Dreischlagschocker, Silvercracker Rot von Funke. Weiter geht's mit Megatresk Extra. Roter Corsair, jedes Jahr dabei bei mir. Sehr, sehr stabile Böller für den Preis. Dann TP2 von Tropic. Auch sehr, sehr gut für den Preis. Funke Frösche C für die Mischungen. Was haben wir hier? Buffalo Zanzara. Also generell die Buffalo Böller habe ich mir mitgenommen. So, weiter geht's hier mit zwei Feuerzeugen von Actifire. Können wir auch nochmal auspacken. So Gasbrenner. Richtig edel. Für Silvester dann. Weil ich suche ja immer meine Gasbrenner. Das kennt der Mo. Ah ja, der Ari und seine Gasbrenner immer. Dann geht es hier weiter mit der Giftzwerg von Argento. Dann die Blitzrums, 16 Shots. Argento wieder, Blutschnee. Acryl von Argento nochmal. Was haben wir hier? Ui, die Rapid Thunder von Argento, auf die freue ich mich auch. Salut-Batterie, feier ich übelst. Salut-Batzen, jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier alles hinpacke. So, damit es eine gute Übersicht gibt. Sonst heißt es wieder, es sind keine 1500 Euro. Dann hier die Blitzrums, 50 Shots. Die 16er und die 15er haben wir drin. Und ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. Aber das ist hier von dem Schocker, ist hier noch drin gewesen. Der Standfuß. Darf man auch nicht vergessen. Weiter geht's mit dem letzten Karton. Ich freue mich wieder, wenn ich alles einräumen muss. Eieiei. Das schaut aber schon Premium aus. So. Schaut richtig Premium aus bisher. Top, top, top. So, ui, ist der schwer. So. Geiler Scheiß. Muss ich schauen, dass nichts liegt. Der letzte Karton. Und ja, es gibt hier Terremoto 10S Elgato. Einmal die Pfeifrakete Kaliber C. Pfeifraketen. Hier die Silberblitzraketen. Dann gibt es hier noch Hell Yeah von Pyro Specials. Hier haben wir, die ich falsch ausgesprochen habe beim Online-Bestellvideo,
die Dragon Cracker EGG. Ah, Dragon Cracker. Ah, Cracker Dragon Eggs. So heißt es. Hat er wieder Lost, man kennt's. Was haben wir hier noch drin? Die Final Day von Pyro Specials. Dann sehr geil. Von Gerhard. Sehr, sehr nett. Im ganzen Funke D-Schinken. Ältere Charger. Top. Und noch einen aktuellen Funke B-Schinken. Der Mo hat auch einen bekommen, beziehungsweise habe ich für ihn mitbestellt. Und ich baue jetzt alles noch richtig schön auf, damit es dann richtig gut ausschaut. Und ja, dann sehen wir uns bei der Übersicht. So, Pyros, ich habe jetzt endlich alles aufgebaut. Also es hat wirklich eine Zeit lang gedauert, muss ich sagen. Und ja, also hier seht ihr den Gesamtüberblick von Funke Schinken. Es sind eigentlich sehr, sehr viele Batterien geworden dieses Jahr. Und hier noch ein bisschen Kleinzeug unten, also Kleinzeug unten für die Mischungen. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich noch Anfang November oder sowas nochmal bei Active vorbeischauen. Mal schauen, was da noch kommt. Und ja, ich mache jetzt eine Kamerafahrt für euch nochmal als Genuss. Und ich hoffe, bisher hat euch das Unboxing gefallen. Und ja, ab geht's. Alle wieder mal richtig lost beim Reden, man kennt's. Ende mit der Fahrt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo, Like, Kommentar freuen. Und ja, haut rein und ciao.